Ja, und da muss ich jetzt mal mit dem Politikwissenschaftler drüber reden, Professor Thomas Pogundke. Also wir haben solche Wahnsinnszahlen und wir haben jetzt eine Diskussion, soll man verlängern, nicht verlängern und die Maßnahmen vielleicht sogar noch runterfahren. Verstehen Sie eigentlich das, was da jetzt gerade in der Politik passiert? Ja, man kann das ganz einfach mit dem schönen Wort Interregnum bezeichnen. In Deutschland wird im Moment nicht wirklich regiert. Die Regierung ist nur geschäftsführend im Amt, hat auch keine Mehrheit im Parlament und fühlt sich auch nicht mehr so hundertprozentig verantwortlich. Die Kanzlerin ist eher auf Abschiedstournee. Und die zukünftigen oder die Parteien, von denen man glaubt, dass sie die Regierung bilden können, die sind mit Verhandlungen beschäftigt. Und das merkt man jetzt an allen Ecken und Enden. Also mal ganz im Ernst, Interregnum, das Wort macht mir dann schon fast ein bisschen Angst. Wir wollen den Menschen aber gerne die Angst nehmen. Können Sie es? Nicht wirklich. Man hat wohl schon ein Stück weit versäumt, hier Vorsorge zu treffen und Absprachen zu treffen, was man aber auch wieder erklären kann, weil der Wahlkampf sich ja auch natürlich über den ganzen Sommer hingezogen hat. Und die Politik reagiert natürlich jetzt auch wieder, die Politik insgesamt, eigentlich so, wie sie auch schon im vergangenen Sommer reagiert hat, dass man erst einmal denkt, die Sache ist einigermaßen ausgestanden. Und man hätte eigentlich rechtzeitig Vorkehrungen treffen müssen für diese Zeit, wo eben eine Regierung nur Geschäftsführung im Amt ist und sich vorher, die entsprechenden, alle Parteien hätten sich vorher zusammensetzen müssen und überlegen müssen, welche Möglichkeiten es gibt, die Pandemie zu steuern. Man hätte vielleicht auch andere Gremien schaffen können. Zum Beispiel haben wir keinen Krisenstab, der hier irgendwie zentral die Sachen monitort und auch steuert. Und so ein Krisenstab wäre eine Möglichkeit gewesen, das ein Stück weit dieses Interregnum zu überbrücken. Ja, gute Idee. Gut, dass wir beide die jetzt hier miteinander besprechen und woanders anscheinend kein Thema ist. Es gibt aber so einen roten Faden, das ist fast schon bildlich gesprochen, ein SPD-Faden, nämlich der jetzt noch amtierende Vizekanzler und dann demnächst wahrscheinlich Kanzler. Ja, der ist doch eigentlich erfahren in den Dingen, wie es gelaufen ist und was vielleicht das Problem war. Aber er klang heute so, ja, gar nicht so wahnsinnig besorgt, oder? Naja, er muss jetzt versuchen, die neue Koalition zusammenzubringen. Und da sind die Kräfteverhältnisse anders. Das ist auch so, dass vor allem die FDP gewissermaßen im Wort steht, dass man hier ein Stück weit lockert. Und obwohl Scholz jetzt noch geschäftsführend Minister in der Großen Koalition ist, ist er gedanklich natürlich schon in den Koalitionsverhandlungen und gedanklich schon in der neuen Regierung. Und da muss er auf die neuen Partner Rücksicht nehmen. Und was wir jetzt heute gesehen haben mit diesem Gesetzentwurf, ist natürlich ein Stück weit das, was jetzt in der neuen Konstellation konsensfähig ist. Und man wird jetzt sehen, wie die nächste Woche verläuft. Ich würde mich nicht wundern, wenn da noch ein Stück weit nachgebessert werden wird. Wir haben ja auch gerade deutliche Worte aus Bayern gehört. Und einen Katastrophenfall ruft man ja auch nicht einfach so aus. Also die Worte aus Bayern waren tatsächlich sehr deutlich und unsere jetzt auch. Danke Ihnen dafür. Aber wir müssen noch, und ich entlasse Sie noch nicht, über ein Thema reden, was uns heute auch noch reingeschwappt ist. Irgendwie dann doch überraschend. Helge Braun soll anscheinend angeblich Kandidat werden für den Vorsitz bei der CDU. Überrascht Sie das, wie es alle ein bisschen überrascht hat? Oder ist es so was Natürliches? Ja, warum denn eigentlich nicht? Oder vielleicht auch so dieser Joker, der mit Charme daherkommt und vielleicht doch noch so eine Chance hätte gegen die sich Streitenden? Also das ist überraschend, weil Helge Braun nicht sozusagen derjenige ist, der sich da als Erster aufdrängt. Er ist eher ein Mann im Hintergrund des Politikmanagements und nicht jemand, der sozusagen sich sofort als Parteiführer aufdrängt. Wenn man dann ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann hat man schon den Eindruck, da geht es jetzt darum, andere Kandidaten zu verhindern. Sie wissen, wen ich meine. Herr Braun ist sehr nah an der Kanzlerin und steht für eine andere CDU, als man glaubt. Friedrich Merz stünde dafür. Und dann gibt es auch noch Norbert Röttgen. Also was jetzt passiert ist eigentlich, dass man wahrscheinlich die Stimmen anders verteilt, dass die Stimmen gesplittet werden. Und vielleicht geht die Rechnung auf. Das wird man auch morgen sehen, wenn Herr Röttgen sich erklärt. Wenn er sich erklärt oder was er erklärt, müssen wir gemeinsam abwarten. Ja. Professor Pogundke, ich danke Ihnen für Ihren politikwissenschaftlichen Blick heute Abend. Dankeschön. Gerne.